willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben Montagmorgen. Bin hier noch in meiner Halle. Ich fahre jetzt aus meiner Halle raus, lade dort einen Dozer an und den fahre ich dann heute Morgen rüber nach Bärweiler. Es ist 8.10 Uhr. Ich bin in circa 10 Minuten in dieser Ortschaft Bärweiler. Right.
an der Kreuzung wäre ich dann rausgekommen und hätte dann müssen jetzt hier von der Kreuzung rechts rum. Das hätte nicht hingehauen. Hinter mir war noch ein Pellet- oder ein Gas-LKW. Ich konnte es nicht richtig sehen. Ich vermute, der wird auch hier irgendwo gleich auftauchen wieder. So. Die Kreuzdurchfahrt ging ja gut. Er schiebt mich weg. Ja, das ist schon. Ja. Ich versuch's nochmal. Wenn's nicht geht. Ich hab meine Runde immer ein bisschen auf. Warte mal. Yeah.
Okay. Jetzt gleich 11.30 Uhr. Der geneigte Zuschauer weiß, wo ich gerade bin. Ich hole jetzt hier unsere PR726. Es sieht doch aber eigentlich trocken aus, ne?
halt runter. Ach Gott, jetzt lass mich doch nicht. Gesehen hat, ich musste die ganze Zeit per Hand runterschalten. Also, jo. Ich habe jetzt leer. Ich fahre jetzt noch mal auf die andere Seite vom Tunnel, wo der Tunnel quasi rauskommt. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, oder? Auf jeden Fall steht da noch der Dosan. Was? Kein Scherz, mein Thermometer zeigt mir gerade 35 Grad an. Da muss ich doch direkt mal schwitzen hier.
Dienstagmorgen, dann bin ich nach Saarwellingen gefahren in eine Hyundai-Niederlassung und habe hier diesen 14-Tonner Hyundai-Bagger geladen. Ist ein Vorführbagger. Vom Laden habe ich leider keine Aufnahmen. Den habe ich jetzt hochgebracht nach Petersberg. Kaiserslautern. Ah. Ist jetzt wieder an die Baustelle gegenüber von dem Baumarkt. Dazu muss ich wieder über den Parkplatz von dem Matratzenladen hier fahren. Ich hoffe, der ist frei. Das geht.
geht. Oh, es steht keiner drin, das sieht auch gut aus. Ist, ich muss halt rückwärts wieder raus. Schleife.
vorreden. Den Bagger habe ich dann hochgebracht nach Sembach auf unseren Lagerplatz. Ja, ich mache auch Schluss hier für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch wieder etwas Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank. Habt Spaß. Bleibt gesund. Haut rein. Bis denn. Tschüss.